Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass immer noch... dass wir immer noch drohen, unsere 27.000 Runen zu verlieren. Scheiße, 27.000 Seelen. Fuck. Richtiger Mist. Na gut. Hier können wir... Das mache ich jetzt nicht fertig. Ihr versteht sicher warum. Müssen wir dann einen anderen Mal noch machen. So, als nächstes. Die niederen Erdenbaumkatakomben. Warum? Ich habe in einem alten Video gesehen, dass wir die... Das war die Katakombe, wo wir rausgegangen sind. Weil ich ums Verrecken nicht gesehen habe, wo hier der Weg weiter sein soll. Ich vermute mittlerweile, ich weiß es. Wir haben nämlich alle, so gut wie alle Wände gecheckt. Ja. Ihr habt es gerade gesehen. Wunderbar. Scarlet Rot. Genau das, was ich mir vorstelle. Ordentliche Hausmannskost hier. Grabpfeilchen. Ich kann leider nicht viel gegen diese Scharlachfäule machen. Jetzt haben wir hier noch eine Leiter. Wichtkopfwolf. Ein Kopfschutz hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wichtgolems. Erinnert ein wenig an einen Wolfskopf und birgt sogar Spuren seiner Ausdauer. Der hat echt gute Werte. Werte sind echt klasse. Sakramentknospe.
Die wissen, dass die sehr gut sind für die bewahrenden Bolis, die dabei helfen, die Scharlachfäule in den Griff zu kriegen. Die Musik erinnert mich übrigens minimal die ganze Zeit immer an Amnesia, The Dark Descent. Ich weiß auch nicht warum. Dieses Düm, Düm, Düm. Wenn halt einer von diesen... eins von diesen Monstern nach uns zu. Asche des wahnsinnigen Kürbiskopfs. 7400 Runen. Das kann mich jetzt nicht mehr wirklich glücklich stimmen, nachdem ich so viele Seelen verloren habe. Hiermit ruft ihr den Geist eines wahnsinnigen Kürbiskopfs. Der Geist eines wahnsinnigen Soldaten mit großem, kräftigen Körperbau. Obwohl er seine Panik in der Dunkelheit seines Helms unterdrückt, tobt er wie ein Irrer, wenn er durch Blutvergießen oder das Summen von Insekten aufgewühlt wird. Dieser wahnsinnige Soldat ist alles, was noch von einem gebrochenen Gladiator übrig ist. Ja, aber dann haben wir das wenigstens auch noch abgeschlossen. Ja, und das nächste, was wir machen können, ist zum tiefen Brunnen des Jofras zurückkehren und schauen, ob wir diesen übertrieben starken Runenbär besiegen können. Den da vorne. Und nicht nur den, sondern auch diese Golems. Diese beiden. Den einen, den haben wir ja schon mal gekillt. Der sollte diesbezüglich also kein Problem mehr darstellen, aber den anderen weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Naja, Komet geht ja jetzt wieder nicht mehr. Halten wir fest, dass das einfach unbesiegbare Gegner sind. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man die töten soll. Wirklich nicht. Finde ich echt ein bisschen übertrieben. Und ja, ich bin nicht der beste Spieler, definitiv nicht. Und wir haben sehr, sehr wenig Leben. Das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem finde ich, teilweise sind manche Gegner ein bisschen too strong. Im Sinne von, ja, die kann man irgendwie in ein späteres Gebiet oder so stecken, aber doch nicht hierhin. Überlegt mal, wie früh wir hier waren. Wir haben einfach null Chance gegen das. Wir zerprügeln uns am laufenden Band. Und ich kann gerade noch nicht mal effektiv diesen Lusat-Stab einsetzen.
so übertrieben. Er ist so übertrieben zu stark. Das ist Wahnsinn. Und er macht halt auch ständig irgendwelche 360s oder so. Ständig. Attacke. Und dann bringt er nicht mal 2000. Unverständlich. Also der hätte mindestens 4000 geben müssen. Mindestens. Denn gegen die beiden Gegner, die wir eben gekämpft haben, haben wir nicht verloren. Und die haben zusammen 7000 noch was gebracht. Also da hat jeder Einzelne schon mehr gebracht. Und ich kriege von dem hier gerade mal 2000. Ziemlich lächerlich. Da passt was nicht zusammen. Immerhin bringt er mir Bestienblut. So. Na, wir haben gerade Weisheit 47 und wir brauchen ja 52 für den Kometen. Und das Ding braucht 52. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal wieder den anderen. Welchen hatten wir denn? Den. Und das Ding respawnt sogar noch. Der ist nicht nur viel zu stark, er respawnt auch noch. What the fuck? Ich kann mich daran erinnern, dass er diesen Move beim letzten Mal nicht geworden hat. Da konnte der das noch nicht. Plötzlich kann er das. Ist klar. Stachelpalisaden. Okay. So, der nächste. Bist du. Fies. So, abgeschossen, Pulver verschossen.
groß voll. So. Und endlich kommen wir zu diesem riesigen Krug da hinten. Oh, ich kann mit ihm reden. Hi. Ihr könnt nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Rotes Rufzeichen berühren. Muss ich den besiegen? Ritter des großen Gefäßes. Where are you? Seid ihr drei? Duelland des Ritters des großen... Okay. Ich kann manchmal nicht nachvollziehen, wie das Spiel gebalanced ist. Weil der ist stärker als ein Boss. Deutlich. Deutlich stärker als ein Boss. Und hier war ich schon mit Level 40. Was eigentlich kein Argument ist, weil es ist ja eine Open World und man kann wahrscheinlich auch mit Level 20 ans Ende des Spiels kommen oder so. An sich kein Argument. Also zumindest. Aber. Das ist. Ich gehe bei dem halt auch wieder davon aus, dass man da eher durch seine Kampffertigkeiten dann gewinnt und nicht durch seine Stärke. Und Kampffertigkeiten und ich, das sind halt so, das ist halt, ja, wir haben eine On-Off-Beziehung. Das ist schwierig. Ich nehme aber an, dass wenn wir den besiegt haben, entweder das große Gefäß Platz macht und wir dahin können, oder eventuell noch was anderes geschieht. Das sind verschiedene. Erzähl mir nicht, dass das auch noch verschiedene sind. Okay, ich muss die alle besiegen, ja? Okay. Okay.
Assassin 2. Das sind viele. Wieder zwei. Da kann ich nicht ausweichen. Da schon. Das war nur einer von denen. Das war nur einer von diesen dreien. Und der bewacht ja offenbar den Eingang hier. Wobei, man kann auch so daran. Das Ding ist, diese Kolosseen kann man in irgendeiner... Also man kann mit irgendeiner Art und Weise nichts damit machen. Haben die sich das freigehalten für ein DLC oder so? In Limgrave gab es auch so ein Ding. Da konnte man auch nichts machen. Ja, es sind noch zwei offen. Allerdings können wir die noch nicht machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben einfach keine Tränke mehr. Ich müsste zurückgehen und dann muss ich wieder diese Golems besiegen. Insofern lassen wir das jetzt auch erstmal offen. In Caelid sind wir soweit dann eigentlich durch. Das Einzige, was man nochmal machen könnte, ist gucken, ob hier noch was ist. Aber ansonsten sind wir in Caelid, zumindest in Süd-Caelid, sind wir durch. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann nochmal auf Malenia treffen. Das, da bin ich ziemlich von überzeugt, dass das passieren würde. Oder würde. Hier war ansonsten ja auch nichts mehr, ne? Warum ruckelt das denn schon wieder so? Ach du Scheiße. Ein Dash. Ein einziger Hit noch. Was passiert hier? Okay. Dunkelschmiedestein, Bestienblut und alter Reißzahn. Ja, gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Bestienblut. Aber ansonsten wahrscheinlich nichts mehr.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt die Auswahl zwischen... Wir suchen Blythe und Alexander. Ich habe null Ahnung, wo die sein können. Lass uns mal mit Patches reden. Ich habe Sehnsucht nach Patches. Ich habe so lange nicht mehr mit ihm geredet. Ist ganz wichtig, dass wir das jetzt tun. Hey, Patches. Hello again. Welcome to Patches Emporium. Oh yeah. Great story, isn't it? There's a surviving iron eye, huh? Ach so, ja, das ist ja eine Lüge. Theoretisch müssten wir das aber trotzdem irgendwann mal machen. Cheers for that. Damit wir ihm dann sagen können, ey du Bastard, du hast gelogen. Also für mich ist halt klar, dass er lügt. 10.000. Das ist ordentlich. Das waren glaube ich 5.000, ne? Ne, 7.500. Wir müssen gleich nochmal gucken, was uns der Ahnengeist bringt. Das Echo des Ahnengeists. Weisheit. Okay. Patches hat nichts zu sagen. Das kriegen wir bei dem Händler da oben eigentlich noch. Frage ich mich gerade. Wir müssen nochmal alle Händler abklappen, weil ich gucken muss, ob ich da irgendwas Kritisches noch kriegen kann. Wo war der jetzt? War der hier? Nee, ne. Achso, da oben. Oh, hallo. Hier bist du. Oh, hallo. Ist das du over there? Ja. Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Haben wir so eine? Nee, ne? Nee. Hat sie noch was anderes zu sagen sonst? They're special grape, please. Without one. Okay, die soll's irgendwo geben. Verstehe. War der Händler da unten? Ja. Ja, es gibt auch keinen Ärger. Ach, der hatte Runenbogen. Der hatte Runenbogen, der ist wichtig. So, was war hier hinten noch alles? Will ich mir eben auch mal angucken. Ich weiß ja, wohin der Weg führt, aber vielleicht, da ist nämlich auch so ein Soldat hier. Hey, you.